Ich wollte dich mal nach einer Geschichte fragen, weil die fand ich so faszinierend. Und das war Luisano. Luisano, ja. Und das finde ich passt nämlich auch zu dem Ganzen ganz gut. Der gute Mann war Musikwissenschaftler. Und vielleicht solltest du einfach die Geschichte erzählen. Also der Louis, das ist eine, also das ist so eine Geschichte, der ist aufgetaucht durch eine, wir haben mit dem Michael Obert eben, mit dem ich den Film in Afrika waren, waren wir in Zentralafrika. Jetzt muss ich kurz fragen, der Film über ihn, erschien der vor eurer Story oder danach? Danach. Danach. Also den haben wir einfach, das war einfach, das sind ganz viele Zufälle zusammengekommen, sehr lustig eigentlich. Also ich war in Zentralafrika mit Michael und haben eine Reportage gemacht über illegalen Elfenbeinhandel und über Wilderei eben, weil das ist der größte zusammenhängende Nationalpark in Afrika ist. Also der Dschungel ist zwischen Kongo, Kamerun, eben Zentralafrika, das sind. Und wir waren da für den WWF und haben da, naja, also eine Reportage gemacht und der Michael hat vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ein Buch gelesen über diesen Luisano eben, das der damals geschrieben hat. Ja, Gesang des Waldes, glaube ich, hieß das oder so, keine Ahnung. Und wir waren eigentlich schon fertig mit allem und waren beim WWF nochmal zum Kaffee trinken und hat der Michael gefragt, ob es den eigentlich gibt, es den Menschen überhaupt, wo ist es? Oder wir wussten ja nichts und dann sagten die tatsächlich, ja, der ist. Ah, da gibt es einen Amerikaner, die kannten den nicht, also mit dem Buch. Und dann sagten ja, da lebt ein Amerikaner irgendwie 20 Kilometer von hier mit den Bayakas, das sind eben diese Pygmäen. Ach, es war zufälligerweise so nah. Genau. Aha. Und dann haben wir gesagt, du weißt was, den besuchen wir und so. Und daraus hin hat sich dann eben also eine ganz irre Geschichte entwickelt, also weil wir dann mit dem haben den besucht und haben dann noch die Reise verlängert und sind mit dem dann. Der hat uns dann mitgenommen mit den Bayakas zum Jagen, in diesen Dschungel eben. Und haben dann über diese Gespräche, die Michael mit dem geführt hat, hat er rausgekriegt, dass er das erste Mal, glaube ich, nach New York, also wieder zurückfahren will mit seinem Sohn, den er da hatte, um seine Mutter zu besuchen und, und. Und dann haben wir dem Zeitmagazin die Geschichte angeboten und haben gesagt, du, da kommt, das haben wir schon, also dieses, wir müssen jetzt nicht nochmal bei für Zeitmagazin oder so, jetzt nochmal Zentralafrika und New York und sowas, da Also bist ihr gleich hattet die bei Sachen, null. schon produziert und Ich habe da natürlich sehr viel fotografiert ja. schon und der Michael hat schon sehr viel und dann habe ich gesagt, du, wir haben diese Geschichte, gibt's, also die Bilder aus dem afrikanischen Teil gibt's. Nun, nee, halt, der Sohn war noch nicht dabei. Er wollte wieder zurück nach Amerika, weil er krank, also er musste zur Untersuchung ins Krankenhaus und seine Mutter hat ihm ein Ticket geschickt. So. Okay. Und davor war er aber, glaube ich, 25 Jahre lang nicht in Amerika und so. Und dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch was, vielleicht können wir da mitmachen. Und dann hat die Zeit mal gesagt, mach mal. Und dann war ich das zweite Mal war mit ihm in New York, was schon echt total absurd war, weil. Als ich ihn verlassen habe, da in Bangui, hat er irgendwie so ein kariertes gelbes Hemd an. In der echt Wüstenumgebung, also wirklich, also Respekt. Und dann hat man das zweite Mal, als ich ihn dann gesehen habe, war er halt bei seiner Mutter in Newhawk, in Newtalk oder wie das hieß, in so einer Umgebung. Und die Mutter hasst alles, was lebt. Also die hat alles aus Plastik. Ja. Alles. Innen drin war alles aus Plastik einfach. Und er hatte dasselbe karierte Hemd an. Alles gleiche Hemd an. Das war echt total, das ist echt irre, gell? Und dann hat sich daraus aber ganz viele Sachen ergeben und der Michael, das ist so die Natur von Michael, muss man sagen, der ist dann relativ schnell und sehr konsequent, hat dann da ein Potenzial gesehen, da einen Dokumentarfilm zu machen daraus. Und das hat dann lange gedauert und das war dann aber echt eine irre Reise, weil der dann das ermöglicht hat, dass der Louis, weil der ist da wirklich einfach platt, pleite, keinen Pfennig Geld. Der hat ja 25 Jahre da gelebt, oder? Länger sogar, glaube ich. Länger. Also das muss man wirklich, dass er überhaupt so alt geworden ist, ist wirklich erstaunlich, muss man sagen. Aber der war, als wir ihn kennengelernt haben, war der schon todkrank. Also der hatte, ich glaube, den hätten die auch gern behalten in Amerika, weil der hatte eine eigene, ich glaube,
Typhusart entwickelt da in seinem Körper irgendwie und Hepatitis D, das gibt's auch nicht. Okay. Also der hat so Sachen in seinem Körper gehabt, das war wirklich erstaunlich. Der hat so die richtigen Dschungelsachen mitgebracht. Ja, und hat sie überlebt, das ist halt das Erstaunliche. So. Und also ich meine, der ist vor 2 Jahren oder letztes Jahr gestorben, also das ist nicht... Egal, und dann hat der aber halt einen Sohn und der hat ihm versprochen, als der Sohn geboren war, der war auch kurz vorm Sterben, dass er, wenn er das überlebt, eben... dass er ihm mal das zeigt, wo er herkommt, wo sein Vater eigentlich herkommt und so. Und der Michael hat ihm dann eigentlich durch diese ganzen, dieses Crowdfunding, was er da gekriegt hat, der hat dann auch eine Förderung, hat er das ermöglicht, dass der, auch der hat sich auch diese ganzen Visas, weißt du, dass du ein Visa für Amerika kriegst, für ihn und für das Kind. Für den Kleinen, und so. Ich meine, für ihn, er ist ja Amerikaner, das soll ja kein Problem sein, aber für den Kleinen ist wahrscheinlich... Es war echt totaler Albtraum irgendwie so. Und dann... hat der Michael einen ganz tollen Film daraus gemacht, weil der... Ja, ich habe den auf der Liste, also ich will ihn heute oder morgen auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe den Trailer mir angeschaut und es ist... das ist so eine Sache, da beneide ich dich wirklich irgendwie, dass du da so nah dran warst, weil es ist eine Story... Ja.